Hallo zusammen, zurück bei Little Nightmares. Wir müssen hier ja noch irgendwie... Ach, hör doch mal auf. Ich habe das Gefühl, ich muss in diesen Aufzug... Ah, auf einmal hat es geklappt. Ah, jetzt sind wir hier oben und schaut mal, hier oben hängt Fleisch. Jetzt müssen wir noch irgendwie dieses Fleisch... Wir brauchen mehr... Hier liegt was. Komm, 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 komm. Bums. Wir müssen da mehr Fleisch reinhauen noch. Ich weiß nicht, ob das dann reicht. Da kam ja eben nur mit einem so ein Stück. Oh, da geht es sogar noch weiter. Gucken wir uns gleich mal an. Wo sind wir denn hier? Oh, da kann man so einen Punkt anzünden. So, und jetzt frage ich mich echt, was ich mit diesen Viechern machen kann. Passiert doch gar nichts, wenn ich die trage. Was war das? Muss ich das machen und habe es jetzt immer vergessen? Geht irgendwie noch weiter? Ich glaube nicht. Nee, kann man nicht hoch. Da lag eine Ratte und ein toter Zwerg eingefroren oder so. Aber irgendwie ist mir das noch zu wenig Fleisch. Ich weiß nicht, ob das reicht. Ob wir hier noch irgendwie ein bisschen mehr brauchen. Hier, so dieses da. Jawohl, hab's. Ziehen wir mal beides darauf. Weil es kam nur eine Wurst raus, als ich ein Stück Fleisch habe reinfallen lassen am Anfang. So, fahren wir mal einfach wieder runter. Der Zwerg rennt hier Oma noch sehr benommen rum. Ich wollte ihn ja opfern. Jetzt wissen wir, wie es geht. Hoch da. Schabupp. Jetzt beide reingeplumpt. Ich denke mal. Ja, kommen mehr Würstchen als nur eine raus. Aber das war's. So, jetzt mal gucken. Hab ich da ran? Ja. Hab. Hab. Und alle hopp. Juhu. Geschafft. Licht anmachen. Hier passiert doch gleich was. Ein Hebel. Da ist ein Schloss. Erstmal gucken, ob hier irgendwo was rumliegt. Nicht, dass hier der Schlüssel irgendwo in der Ecke liegt. Aber... Oh, halt. Nee, das war nur... Das sah nur so aus. Dann würde ich sagen, ran da an den Hebel. Oh oh. Oh Gott. Ach, jetzt hänge ich zwischen Koch und Kiste. Also Hebel ziehen und erstmal verstecken, glaube ich, und gar nicht erst warten. Also gleich da in diese Kiste rein.
und gleich rennen. Gott. Geh weg. Ja, genau. Nimm den Käse mit. Käse ist gut. Käse schließt den Magen. Nimm mit. Gegenschmeißen müsste ich bestimmt die Tür auf. Ja, wo bin ich denn jetzt? Hier. Achso, bin ich versteckt. Der Eindruck, ich muss mich beeilen. Sonst geht die Tür zu. Ist sie zugegangen? Nee, die ist noch offen. Oh, Massacrema, was auch immer du da. Um Gottes Willen. La la la, nicht mich beachten. Nein, nein. Na super. Ist hier irgendwo was? Durchgang? Da ist ein Durchgang. Gott. Muss ich da was machen? Hier ist ein Knopf. Ach, da sind Schlüssel im weiteren. Ich glaube, jetzt habe ich es. Das machen wir nochmal. Wenn es dann geht. Ich fürchte, es geht nicht nochmal. Denn jetzt macht er nochmal Lärm. Da sind Schlüssel. Ich hoffe, dass er jetzt nicht versimmelt. Die Maschine geht auf jeden Fall an. Jetzt hier schnell hoch. Schnell, komm. Schnell. Da hat er uns. Ich habe zu lang rumgetrödelt. Geht die Tür schon auf? Nee, wir sind hier. Wir müssen den Schlüssel nochmal holen.
rumtrödeln. Oh Gott. Nein! Mist! Das ist Sekundenarbeit, da ich die Zeit an der Tür verplempert habe. Nein! Du warst doch schon in der Klappe drin. Menno! Oh Gott. Na nu, ah, komm. Da wollte der Knopf dran. Lauf! Nein, nein, nein. Rein da, rein da, rein da. Bloß keine Faxen machen hier. Ja, da kommt er schon. Rein da. Nein. Soll ich da nicht rein, oder was? Einmal probieren wir es noch. Wenn das dann auch nicht die Lösung war, dann dürfen wir da wahrscheinlich doch nicht in diese Box rein. Thank you.
auf. Mensch! Och, das ist gemein. Wie ist denn das gemeint? Wir echt keine Zeitverzögerung haben. Ach, komm hoch! Oh, Mika. Schnapp den Schlüssel und dann renn! Eine Idee habe ich noch, ich verstecke mich in dieser Box da unten und lasse den einfach wieder rausgehen. Wenn das nicht hilft, dann weiß ich auch nicht weiter. So. So, jetzt harren wir hier in dieser Box aus erstmal. In der Hoffnung, dass das jetzt, dass der lange genug wegbleibt. Ho, geschafft. Okay, Leute. In diesem Müllberg sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Für heute war es das. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald wieder. Tschüssi.